Klarheit, Schärfe, weißer Gleich. Filter, Presets, Dunst entfernen. Raw bleibt einfach unerreicht. Bilder, Tiefe, Gradationen. Klarheit, Schärfe, weißer Gleich. Filter, Presets, Dunst entfernen. Raw bleibt einfach unerreicht. Nicht zum Zerrohr!
Informationen, Klarheit, Schärfe, Weißabgleich, Filter, Presets, Dunst entfernen, RAW bleibt einfach unerreicht. Bilder, Tiefe, Gradationen, Klarheit, Schärfe, Weißabgleich, Filter, Presets, Dunst entfernen, RAW bleibt einfach unerreicht. Uhr, Montagabend, live auf YouTube, hier bei Foto Erhardt. Herzlich willkommen! Es geht heute um die Sony ZV-1. Ich freue mich tierisch, dass ihr eingeschaltet habt und dabei seid. Die kleine Knipskiste wird heute thematisiert und wir sprechen drüber. Und wir heißt, ich tue es nicht alleine, das wäre langweilig. Ihr habt es in der Ankündigung gesehen. Ich habe heute jemanden hier, der ist Videoproduzent, er ist Fotograf, er ist YouTuber, er ist Twitcher. Und er ist ein verdammt netter Kerl und er ist heute Abend live dabei. Ich freue mich sehr, dass er da ist. Phil, herzlich willkommen. Hallihallo. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ist mir eine Ehre, dabei zu sein. Und ich bin jetzt schon extrem neidisch auf deine großartige Kulisse, die du hast. Ich hier vor einer neutral weißen Wand und versuche, die Farbe übers T-Shirt reinzukriegen. Ja, doch, ich bin inzwischen auch wirklich sehr stolz darauf, ja. Sehr schön. Ich sehe schon, im Chat ist schon ein bisschen was los. Ihr kennt wahrscheinlich das Spiel eines Livestreams, das ist relativ easy. Wir beide werden uns jetzt austauschen über dieses kleine Wunderwerk der Technik. Und wenn ihr Fragen habt zwischendurch, dann bombt raus, was ihr an Fragen habt. Und wenn wir es beantworten können, beantworten wir es. Und wenn nicht, dann überlesen wir die Frage einfach, oder? Phil, so haben wir uns das überlegt. Genau so machen wir das. Hervorragend. Du hast ja, also ich weiß nicht, ob alle den Videokanal kennen. Wahrscheinlich haben wir sogar so sehr viel mehr Zuschauer von dir hier als von uns, aber trotzdem muss ich die Frage stellen, ob die Leute deinen Content kennen. Du bist ja sehr Vlogging aktiv, das heißt. Leute, ich beobachte den Chat, ne? Also, wenn da jetzt was kommt, was mich hier überraschen sollte, ne? Genau. Du bist ja super Vlogging aktiv und ich glaube, diese Kamera spielt echt absolut hundertprozentig in dein Ressort, oder? Das ist so. Ja, also es ist im Prinzip genau das, was wir uns immer so als Vlogger so gewünscht haben. Ne? Also ich habe damals auf YouTube angefangen und habe immer, ja, so habe ich im Prinzip angefangen. Ich habe die perfekte Vlog-Kamera gesucht. Ne? Und dann habe ich so Vergleichvideos gemacht, wo ich dann eine Kamera hier hatte und dann die andere gegenübergestellt und immer hat irgendwas gefehlt. Und man hat irgendwie jetzt das Gefühl, dass endlich mal eine Firma mal zugehört hat. Was so ein Vlogger mal so wirklich braucht und das ist so darin zusammengekommen, sag ich mal, ne? Wobei, wir dürfen jetzt schon, glaube ich, verraten, bevor das Ganze am Ende kommt, dass die Kamera nicht nur für Vlogger interessant sein könnte, weil mein Erfahrungsschatz mit der Kamera ist jetzt relativ überschaubar. Ich war total fasziniert. Ich habe mich da stumpf drauf verlassen. Ich habe keinen Test gedreht, gar nichts. Ich bin rausgegangen mit dem Ding in Münster, habe für unser YouTube-Video so ein paar Takes gemacht und dachte, ich mache das so im Vlogging-Style mit Umschneiden und so, ne? Nur so einen Halbsatz und dann wieder einen Schnitt, wie man das so macht. Ja. Und ich war total fasziniert, was für ein geiles Mikro da drin sitzt. Also es war wirklich, Sony hat versprochen, das Mikro taugt. Stefan hat gedacht, du verlässt dich jetzt drauf. Das ist so wie, wenn ein Hersteller sagt, das Ding ist wasserdicht, dann geht ein 10 Liter Eimer drüber und wenn es nicht wasserdicht ist, haben wir ein Gespräch. Und wenn Sony behauptet, das Mikro wäre geil, dann müssen die auch liefern. Und ich war im Schnitt dann echt total begeistert, dass das Ding liefert. Das ist so krass. Ja, also es wirklich, wirklich beeindruckend. Und wenn du schon das mit dem Sound ansprichst, ne? Soll ich das schon vorwegnehmen oder nicht? Also das, was da oben drauf sitzt, das hat mich am allermeisten beeindruckt, wo ich das Paket aufgemacht habe. Ich finde, die Kamera ist die erste, die kuschelig ist. Das ist so. Ja! Ja, ich muss auch zurückgeben. So den einen oder anderen Abend habe ich mich auch schon mal verkuschelt. Hast du dich schon mal mit einer Alpha 7 ins Bett gelegt? Ey, das ist hart und kantig. Nee, das macht keinen Spaß. Das Ding ist flauschig. Du musst halt von der richtigen Seite kommen. Ja, Leute, Entertainment ist auf jeden Fall da, würde ich sagen, oder? Geil.
Nice, nice. Ja, nee, ist auf jeden Fall so. Kann ich nur so zustimmen. Also bevor sich jetzt alle wundern, ihr müsst das Ding nicht mit dem Flauschpuschel benutzen. Ne? Nur das, was wir gehört haben, der wird auf den Blitzschuh geschoben und ich hoffe, ich kriege das jetzt unfallfrei darunter, aber ja, tiefenentspannt. Also das ist im Endeffekt, guck mal, Phil kann das deutlich besser noch zeigen als ich hier. Das Ding wird einfach oben auf den Zubehörschuh gesetzt und dann ist das Mikrofon geschützt vor allen Windgeräuschen. Aber es macht die Tonspur insgesamt besser, also auch in Innenräumen finde ich es. Super. Womit winkst du Und da? ist fest, ne? Gut, ich mach mal dein Also. Bild groß, dann sehen alle, womit du da durch die Gegend wubbelst. So, hier, ich halte mal hier oben fest, um zu demonstrieren, wie gut das Ding auch hält. Also, das funktioniert schon. Funktioniert Ja. schon. Also, das hat mich wirklich. Ich habe das Paket aufgemacht und ich hab, war dann so, hä, krass, geil. Die haben Dead Cat mitgeschickt, der dann noch über den Hot Shoe läuft. Das ist ja Bombe. Weil man kannte noch diese ganzen Lösungen mit. So ein, weiß ich nicht, hier so ein Klettverschluss schneiden, dran kleben und dann so ein Dead Cat von Amazon irgendwie da draufkleben und so. Es sind halt Möglichkeiten bei anderen Kameras, aber jetzt hat man mal eine Lösung gebracht und das finde ich Ja, geil. im Lieferumfang. Im So, sonst ist Lieferumfang, man ja so sieht's aus. gewohnt, ne? So, das kriegst du dann nochmal für Kostet 29,99 extra. So, yay, Ja. aber, oder jetzt im Bundle mit, aber ne, tatsächlich einfach. Haben wir aber auch noch was, ne? Oh, zum Bundle kommen wir noch. Auch Oh, das zum nicht so Bundle kommen wir noch. Das Bundle. schmecken. Nein. Leute, bleibt dran, das wird noch Es spannend. wird noch spannend. Es gibt ein Bundle. Hier kommt eine gemeine Frage übrigens, ob die Cam besser Ja. sei als die Canon G7X Mark II. Da steht jetzt Sony auf diesem Stream. Nein. Ja, doch, natürlich ist sie besser. Klar, ich habe keine Ahnung. Weißt du das? Ich habe tatsächlich die Mark 2, warte mal, habe ich die Mark 2? Ja, die Mark, es gibt ja inzwischen die Mark 3, ne? Bei Canon, meine ich. So, ich habe die Mark 2 tatsächlich mal probiert gehabt, aber die ist safe besser wie die Mark 3, weil die ist auch ein viel neueres Modell in dem Sinne. Und dann hat sich mal Sony mal wirklich mit der Community, in dem Sinne der Vlogger, mal so wirklich auseinandergesetzt und halt, wie gesagt, ein Custom-Made-Produkt im Prinzip, Lösungsprodukt im Prinzip für genau diese Community gefunden. Und deswegen würde ich schon allein sagen, dass es besser Ich ist. glaube. Es sei denn, man will vielleicht andere Dinge damit machen, aber eine kompakte Point-and-Shoot, die schreit einfach nur dazu, zum Vloggen genutzt zu werden. Ich meine, gut, nicht nur die Kamera schreit, dass sie fürs Vlogging benutzt werden soll, auch der Karton schreit, dass sie fürs Vlogging benutzt Ja, werden soll. stimmt. Ich will auch mal Also so ein Sleeve da drin findet ihr den reinhalten. Standardkarton, den ihr von Sony gewohnt seid, aber das Ding spricht eine eindeutige Sprache. Cool, Phil, jetzt haben wir das auch mal gemacht. Geil. Nee, ich glaube, also auch da wieder G7X Mark II, was auch immer. Also machen wir uns nichts vor, die anderen Hersteller liefern natürlich geile Bildqualität und so. Aber ich glaube, beim Ton, das ist so die Achillesferse bisher immer gewesen von den Systemen. Und Ja. ich weiß nicht, wer von euch da draußen vielleicht schon mal einen Vlog zusammengeschnitten hat, aber das Schneiden dauert manchmal länger als der eigentliche Dreh. Und es ist deutlich mehr Gefummel, wenn ihr die ganze Zeit noch eine separate Tonspur mit da rein synchronisieren müsst, anstatt das Ding Oh. einfach aus einem Pfeil zack raus. Arbeiten. Ey, wie cool ist das denn? Eigentlich Definitiv. müssten wir das Ding auch hier alles komplett mit der ZV1 streamen hier, ne? Aber das haben wir. Habe ich gestern tatsächlich. In meinem Stream gestern habe ich mit der ZV1 gestreamt. Bis. Was war da für eine Meldung, die ich hatte? War Akku das der leer? Akku? Nee, Also so aber ja, ehrlich das müssen wir Gute ist, man sein. kann ja über USB anschließen, hast du natürlich wieder fürs Livestreaming überhaupt gar kein Problem Okay, eigentlich, ne? also wenn ihr es per Akku tut, könnte es sein, dass das nicht so elendig lange funktioniert mit dem Livestream. Das Genau. hier kam auch schon die Frage, ob das Ladegerät vergessen wurde, ähnlich wie bei der Sony Alpha 7 II. Ja, aber ein USB-Kabel ist dabei und dann nimmst du nochmal ein USB-Kabel ist dabei, aber das Ladegerät. Telefoncharger, was auch immer. Ja, genau, müssen wir vom Handy dann einfach mal Ja, wegschnipsen. ist halt so, ist halt so. Ich will das einmal demonstrieren mit dem Ton. Wir hatten das ja eben im Test schon mal gemacht. Also ich mache meinen Teil hier mal an und ich werde gleich mein Mikrofon runterfahren und dann das Mikro hier benutzen. Ich finde Ja. es so abgefahren, dass wie das Teil klingt. Also es ist wirklich. Gerade im Test war es für uns auch gerade so, ist das jetzt Vielleicht dein auch für euch Mikro? wichtig, wenn sie aufnimmt, leuchtet hier eine rote Lampe vorne. Das ist sehr Ja. hilfreich. Wenn ihr vloggen Ist wollt, super. wenn ihr recordet und ihr seht das rote Licht nicht, hört auf zu quatschen, drückt nochmal. Wie oft habe ich das gehabt, wo ich dann geguckt habe, so, warte mal, ist die jetzt so. Ah, okay, wir laufen. Okay. Hallo Leute, wie sieht's aus? Genau, das ist dann schlecht. So, jetzt gehen wir mal auf den Ton.
Ich glaube, ich muss mich einmal eben einblenden. So, jetzt habe ich hier die Kamera und der Ton kommt jetzt wahrscheinlich sogar doppelt. Das ist natürlich richtig scheiße. So. Jetzt habt ihr den Ton direkt hier über die Sony ZV1 und der Phil hat eben gar keinen Unterschied so merklich festgestellt zu dem Ton vorher. Es ist also wirklich ganz spannend, dass, der Ton so aus der Kamera kommt. Was aber wichtig ist, immer nach vorne sprechen. Wenn ihr die Kamera umdreht, werdet ihr feststellen, es ist ein Richtmikrofon und die Tonspur lässt dramatisch nach. Das hatte Phil in seinem großartigen Review-Video auch schon gezeigt. Das fand ich richtig cool. Und hier habt ihr dann auch direkt mal schon ein Bild. Ne, so weit gehen wir noch nicht, das zeigen wir gleich, aber... Mikrofon, was geht ab? So, und da habe ich nochmal, das, es ist ein Richtmikrofon, auf jeden Fall. Also, und das ist aber cool. Das ist sehr gut fürs Vloggen, ne, wenn man selbst drin ist. Ich meine, klar, manchmal hat man dann diesen Ton, wenn man dann jemand anderes filmt, dass er dann so, dass man merkt, dass er hinter der Kamera ist, aber das funktioniert fürs Vloggen. Dann ist es gar nicht so schlimm, weil man checkt, ah ja, okay, er kommentiert von hinten das rein, blablabla. Das, es geht trotzdem, aber natürlich, wenn man den optimalen Sound haben will, definitiv so. Und es ist auf jeden Fall demnach nicht wirklich fürs Podcasten geeignet, indem dass man sich gegenüberstellt und dann die Kamera in der Mitte setzt. Dafür ist es dann halt dann nicht. Es sei denn, einer von beiden hat eine echt ätzende Stimme. Dann kannst du die damit natürlich ein bisschen... Ja, das ist natürlich eine super Lösung. Ich weiß nicht, ob Podcasten dann die beste Idee ist, aber es ist, ist machbar. So, den Kommentar von Adrian kannst du dir ja vielleicht mal eben schnappen, wenn du willst. Ja, ich sehe gerade hier Adrian, genau. Adrian, mein Bro ist wieder dabei. Grüße, Grüße gehen raus. Aber ich finde, das Problem ist der Preis. Die Legria, genau, oder wie man das schreibt, war viel günstiger und bei dem Preis kann man dann auch noch auf eine RP wechseln und dann ein gebrauchtes Objektiv kaufen. Kann man eine RP und ein, ja gut, gebrauchtes Objektiv ist jetzt, ja, ich weiß nicht, Alter, das ist jetzt eine kreative Lösung, ne? Also ich weiß nicht. Hier sind auf jeden Fall... RP hat zwar einen slightly größeren Sensor, da hättest du dann einen Vorteil mit, wenn du fotografieren willst, aber sonst... Das Objektiv, was in dem Ding drin ist, diese Zeiss-Linse, die ist nach wie vor aus... Ist das ähnliche Linsen von der RX100 schon, ne? Also ich glaube, das ist sogar ist die identische, das identische oder? Objektiv ja, zur oder? RX100. Und das ist schon Jahre in diesem Ding mehr oder weniger drin. Ne? Die haben ja zum Teil mal eine RX100-Serie gehabt, wo du dann bis zu 200 mm zoomen konntest. Aber abgesehen davon haben die eigentlich immer mit dieser Linse richtig gut gearbeitet. Und die ist brutal scharf. Ja. Sie ist scharf, lichtstark und ich weiß nicht, da mal ein comparable gebrauchtes Objektiv auf einer App, I don't know, ich weiß nicht, ob das klappt, Adrian, keine Ahnung. Aber sehr Canon-affin hier, das Publikum, ne? Das ist schon ja, toll. Ich, so ich weiß, was hier los? Sony-Bashing durch die Canonianer hier. Pass auf, gleich schreit jemand, ich habe eine Pentax. Was auch völlig okay ist, lieber Pentax-Nutzer. Das ist ein ja, ist in Ordnung. Alles in Ordnung. Haben wir auch Sachen für. Ja, aber er schrieb jetzt die Legria. Er meinte wahrscheinlich die kleine, was war das, Mini X? Ja, oder die Legria. Genau, nee, das, er meinte tatsächlich diese Legria, die, diese flachen Canon-Kameras, die damals nur fürs Vloggen, genau, glaube ich, aber die gibt es ja nicht mehr. Die gibt es nicht mehr. Die, werden ja, die wurden ja aufgehört zu produzieren von Canon. Ne? Die haben ja aufgehört damit. Und die hatten auch. Super schade. Die hatten weil die Mikro. Hatten ein Bombenmikrofon. Das war wirklich das die einzige Alternative, die ich sagen würde, die in eine Tasche passt, die auch einen super Sound bringen würde. Aber now we got this one. Ja, das ist eben das, ja, Problem. Also nee, das war, es gab, ich kenne tatsächlich Leute aus dem YouTube-Bereich, die die Legria nur als Mikrofon genutzt haben. Die haben einfach echt eine weitere Kamera auf ihre Kamera geschnallt, nur um das Mikrofon zu nutzen. Also, ja. Verrückt. Das ist abgefahren. Ja, ich habe die damals auch ein paar Mal ausprobiert, aber ich hatte keine Verwendung. Nur das Mikro hat mich auch umgehauen. Aber das war cool. Aber ich würde, ja, ich würde so weit gehen und sagen, das Mikro in der Sony ZV1 liegt nochmal eine ganz ordentliche Schippe drauf. Ja, ja, doch könnte ich. Also ich müsste es direkt vergleichen, aber das Problem ist halt, die Legria ist halt auch an sich so sehr, sehr eingeschränkt gewesen. Ne? Du hast halt nur eine Brennweite, die fast Fisheye-GoPro-mäßig unterwegs gewesen ist. So, war natürlich auch geil für gewisse Sachen, gerade zum Vloggen ist das cool, ne? Da könnten wir auch dann hier das vielleicht als Manko ansprechen. I don't know. Da können wir eigentlich, lass uns doch gleich direkt drüber sprechen, oder? Über das Objektiv. Ja. Also wir haben hier eine umgerechnete Brennweite von, was war das, 24-70, genau. Ne?
Umgerechnet wären das 2470, ist eine Standardbrennweite. Und wo ich diesen Test gemacht habe mit der ZV1, wo ich dann einfach rausgegangen bin, ich habe mir auch einfach erstmal nichts gedacht. Ich so, komm, let's go, let's try it out. Und hatte das Ganze erstmal direkt in 4K geschmissen. Und hatte natürlich noch Bildstabilisierung, ich hatte alles drauf, alles. Und dachte mir so, hey, warum bin ich denn so nah, was ist hier los? Und dann ist mir dieser Crop aufgefallen. Das ist das Einzige, was mich an dieser Kamera so stört, neben dem Akku, dieser Crop. Aber wenn du dann einmal 4K-Modus ausschaltest und die Bildstabilisierung, gut, da gibt es verschiedene Modi, es gibt einmal eine normale, dann nochmal eine intensivere. Mhm. Aber wenn du die auf die normale stellst, oder auch noch auf der intensiven, solange du 4K ausschaltest, weil 4K ist der Crop echt am stärksten. Aber abgesehen davon, dann kommst du wieder klar, dann geht das. Ja. Und was natürlich auch dazu kommt, der Autofokus mit Augen-Recognition ist dann halt auch bei dem Full-HD-Modus drin und nicht bei 4K, meine ich, war das? Also, da müsste ich aber noch mal selber nochmal nachschauen. Bei 4K hast du auf jeden Fall eine Gesichtserkennung. Ne? Gesichtserkennung hast du dann, aber die Augenerkennung, die wesentlich schnellere nochmal, hast du dann auf jeden Fall so oder so dann im Full-HD-Modus. Und ich muss sagen, wo ich noch, ne, bevor ich jetzt hier diese ZV1 hatte, habe ja immer, warte, ich kann es ja gerade mal holen. Einen Moment. Ich überbrücke jetzt die Zeit. Oh nein, er ist schneller als ich dachte. So, jetzt kann ich wieder. So, diesen Oschi hier, den habe ich mir vor Gesicht gehalten. Ja, Leute, also, I don't know. Da habe ich, aber, weswegen ich das hole und weswegen ich das überhaupt sage, ich benutze 4K zum Vloggen nie. Es sei denn, ich weiß, okay, ich muss einen Post da irgendwie nochmal näher ran. Aber sonst habe ich immer Full HD, 100 Frames, damit mir halt viel Slow-Motion-Möglichkeiten bleiben. Und manchmal habe ich dann 100 Frames auch sogar noch, ja, okay, ein bisschen zu viel, kann ich mir Daten ersparen und bin dann auf 50-50, ne? Also 50 FPS mit 50 Mbits ist, glaube ich. Ich weiß gar nicht, was die ZV1 mittlerweile für Mbits bei 50 hat. Müssen wir nochmal abchecken. Aber ja, die Full HD, das Full HD-Signal von der Kamera ist so, auch schon so scharf, dass es, wenn du es auf eine 4K-Timeline packst, habe ich jetzt nicht gesagt, ne? Aber könntest du damit wegkommen, dass das auf YouTube keiner checkt? Richtig, das Wichtige ist ja, bei YouTube rankst du, glaube ich, höher, wenn du 4K-Videos hochlädst. Ja, ne? Das ist so. So ist gemein. So. Ja. Also ich muss gestehen, ich hab genau die Fehler gemacht, die du angesprochen hast, weil ich wollte mich nicht vorbereiten auf das Gerät. Die wurde ja so konzipiert, so wurde sie mir von Sony auch angekündigt. Stell dir vor, du bist eine absolute Doofnuss, wenn es um Technik geht. Du hast nicht den blassesten Schimmer einer Ahnung. Nimm das Ding, dreh. Und genau das habe ich gemacht. Ich habe das Ding aus dem Karton geholt, ich habe den Akku geladen und das ging auch relativ zügig und habe das eingeschaltet und habe drauf losgelabert und habe nachher auch gedacht, Satan, das ist echt ein verdammt enger Bildausschnitt. Gut, die Haare waren den Tag eh nicht so perfekt, von daher war das okay, dass mir vom Skype irgendwie immer ein Großteil fehlte, so, aber das war schon eng. Und jetzt, wo ich die Kamera nochmal bekommen habe, in der Tat, wenn du 4K ausmachst, wie du schon sagst, es ist ein deutlich weiterer Bildausschnitt. Und drastisch. Und jetzt im Vorfeld habe ich ja so häufig gelesen, die ist aber mit 24 Millimeter nicht weitwinklig genug fürs Vloggen. Ja. Wie viel Raum brauchst du bitte bei einem Vlog? Also 24 mm, ungecroppt, du kriegst eine Menge. Ungecroppt geht's voll klar. Wie gesagt, also sobald der 4K-Modus ist, dann kann ich mich auf jeden Fall auch mit in die Diskussion begeben, aber wenn du den ausschaltest, und das ist mir bei diesem Produktmodus überhaupt erst aufgefallen, weil ich hatte ja einen ähnlichen Approach wie du. Ich habe mir auch gedacht, ey, ich nehme die Kamera, habe mir noch hier Kumpel, der gerade auch hier mit im Chat ist, Alex Koch, geschnappt. Das habe ich ja alles im Video, wenn ihr es nachschauen wollt, könnt ihr es alles im Video nachschauen. Ein kleiner Plug mal ganz kurz, Stefan. Ne? Ist okay. Check bitte Philipps Kanal, Philipp Dorset, auf YouTube. Und auf jeden Fall haben wir dann die Kamera geschnappt und wie gesagt, ich hatte dann in 4K das Ganze gemacht und dann haben wir den Produktmodus angemacht und dachte ich mir so, warte mal, hä? Das ist doch viel weitwinkliger. Und da bin ich dann überhaupt erst auf diesen Crop dann aufmerksam geworden, bei 4K ist der Crop drin, deswegen ist es so. Ja. Ja. Aber wie gesagt, genau hier, Alex Koch, der sagt gerade schon im Chat hier, der Produktmodus ist sick. Hast du den mal ausprobiert? Der ist wirklich der Wahnsinn. Also, kannst du die Kamera bei dir auch einschleifen in dein Videofeed? Kannst du das ja vielleicht mal demonstrieren. Also ich muss sagen, ich finde die Brennweite 24 bis, machen wir es mal anders,
Ich bin Festbrennweiten-Junkie, privat. Mich kriegt man mit dem Zoom eigentlich nie, weil Festbrennweiten dann doch immer noch so das Quintchen mehr absondern. Und ich weiß nicht, ich werde mit Zoom nicht warm. Ich bin auch meistens zu doof für Zoom, weil wenn ich zoomen kann, bleibe ich stumpf stehen, anstatt mal einen Schritt nach vorne oder hinten zu machen. Da bin ich halt doof. So. Fürs Videofilm ist das eine ganz andere Nummer, weil wenn ich einen Vlog zum Beispiel produziere oder generell ein Video, dann will ich zwischendurch vielleicht auch mal ein paar Close-Ups machen von Dingen oder ich will da variabel sein. Und gerade da finde ich die 2470er Lösung in so einem kompakten Gehäuse einfach ziemlich genial. Weil machst auch, wenn du richtig filmst, einfach geile Portrait-Shots, Nahaufnahmen von Körpern mit schön weichem Hintergrund und so, aber du kannst halt auch wirklich, wirklich schöne Nahaufnahmen machen, Details filmen und das dann nachher kombinieren mit deinen weitwinkligen, langen, ausgestreckten Armaufnahmen und es sieht einfach geil aus und darum, also ich finde das Objektiv ist Bombe, gerade für die Lösung finde ich es klasse und mir fehlt, also wenn man 4K deaktiviert, fehlt mir nach unten hin kein Millimeter, wenn ich ehrlich bin. Also ich habe es gerade mir angeschaltet, ich schaue mal, ob das jetzt bei mir auch switcht, einen Moment und zack. Jetzt müssten wir in der anderen Cam sein. Crazy, ich mach die mal groß. Okay, sehr gut. Und jetzt kann ich mal hier drücken. Ihr seht ja mein Bild. Und dann, wenn ich jetzt hier in den Produktmodus, zack, springt sofort weiter. Zack, hier so bin ich drin, ohne den Produktmodus. Jetzt schalte ich den an und zack, der Crop geht weg. Also es ist wirklich, da habe ich das gecheckt. Ach krass, da ist ein Crop, was ist da los? Ah, okay, 4K, deswegen. So, und jetzt zeige ich euch mal, der Modus ist jetzt an. Und wenn ich jetzt was in die Kamera halte, normalerweise checkt die Kamera immer, ich kann es aber einfach gerade ausschalten und euch genau das zeigen, was man bei anderen Kameras hat. Und zwar hält man jetzt ein Produkt in die Kamera und der registriert das Auge. Das heißt, das, was ich in die Kamera halte, versteht die Kamera nicht, dass das scharf gestellt wird. Es sei denn, du hältst es vor deinen Kopf. Modus, wenn du es vor. Das wäre der Trick. Das haben ganz viele Beauty-Vlogger, die machen immer so: Schau mal hier diesen Lippenstift, bla bla bla, und machen dann so. immer die Hand vor dem Kopf und dann, okay, Augen sind nicht mehr registriert, jetzt sieht er das, was ich habe und damit hat man hier auf jeden Fall ein Ende gestellt, weil wenn man es jetzt anschaut. Liebes Publikum, so finden wir raus, dass Phil in seiner Freizeit Beauty-Vlogs checkt, das ist auf jeden Fall geil. So geht's los hier schon. Kannst du mir einen Concealer empfehlen? So, also ich komme jetzt mal wieder zurück zu meinem Produktpräsentationsmodus hier. Ja? Der ist jetzt aktiv. So, und wenn ihr meine Augen trotzdem noch erkennen könnt und ich das Produkt jetzt in die Kamera halte und das scharf ist und das fucking ins. Oh, sorry, ich das zu hören, aber so. Hast du fucking schnell, gesagt? Du so kannst auf dem Foto, er hat keinen eigentlich fucking sagen. Kann ich nicht machen. Aber zieht euch mal rein, wie schnell das ist. Oder? Also, es ist fucking instant, dude. Es ist. Tschung, 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 tschung. Also, das ist ein geiler Modus. Kann man nichts gegen sagen. Also, ist wirklich toll. Das haben die gut hingekriegt. Und das ist. Jemand, der jetzt. Ich könnte mir jetzt so eine Szene vorstellen, wenn das jetzt irgendwann mal wieder möglich sein wird, dass wir auf Messen zum Beispiel unterwegs sind und du als Technik-YouTuber unterwegs bist und hast diese Kamera in deiner Tasche, bist am Messestand, unterhältst dich gerade mit irgendjemandem von der Messe, der sagt: Ey, ich habe so ein übelst krasses, was weiß ich. Ich schnapp mir jetzt einfach hier so ein Objektiv oder so. Und dann willst du da kurz ein Video zu machen oder irgendwas kurz zu aufnehmen. Zack, ich flippe das Display nach vorne, kann mich selber sehen, kann den Produktpräsentationsmodus anmachen und brauche mir überhaupt gar keinen Stress machen, ob ich irgendwie jetzt die Schärfe richtig eingestellt habe, dass das Produkt auch zu erkennen ist oder sonstiges. Weil abgesehen davon, dass ich mich selber sehen kann, kümmert sich die Kamera zusätzlich einfach nur darum, das Produkt in Szene zu halten. Und das ist genau das, was ich will, wenn ich unterwegs bin auf einer Messe oder sonstiges. Ja. Also top für sowas. Und dann noch mit dem Richtmikrofon, ne? Man will diesen ganzen Ambient-Sound auf einer Messe nicht haben. Also ich glaube, das ist vielleicht doch sogar einfach eine Messekamera, ich weiß nicht. Also für alle, die was dokumenten wollen, es ist auf jeden Fall ein guter Choice. Und apropos Mikrofon, was natürlich auch nochmal Tolles haben, ist, dass wir den Mikrofoneingang haben. Ne? Also das heißt, wir können sogar noch einen Ansteckmikrofon oder sonstiges noch ranpacken. Wenn man zum Beispiel wirklich irgendwie in so einer Messesituation ist und es brutal laut ist und das Mikrofon einfach näher
an der Quelle des Sounds einfach dran ist, ist es einfach oder besser. Oder du bist zum Beispiel in so einer Interviewsituation und willst beide mit Lavalier verkabeln per Funkstrecke oder so, dann ist natürlich geil, dass du da noch reingehen kannst und hast das wieder automatisch synchron über die Kamera. Zahlreiche Möglichkeiten. Ja. Richtig cool. Wo du gerade sagtest, Display ausklappen, das finde ich ja auch so super gelungen. Ne? Das würde ich mir für viele andere Hersteller auch wünschen. Du machst das Display auf und das Ding geht an. Yo, das ist cool, ne? Richtig cool. Vor allem, weil dieser, mein Lieblingskuschelzubehör, ich muss es nochmal machen, ich finde es so super. mein Lieblingskuschelzubehör deckt hier oben jetzt so ein bisschen mit dem Puschel den On-Off-Switch ab. Den brauchst du aber nie. Einfach aufklappen, das Ding geht an und wenn du es zumachst, ist es wieder aus. Das ist so geil gelöst. Das ist wirklich genial gelöst, weil das ist auch so eine Sache, die du, wenn du am Vloggen bist, das ist so der Stressfaktor Nummer eins. Weil es passiert genau jetzt in diesem Moment gerade etwas. So sagen wir mal, keine Ahnung, ich bin jetzt ein Carspotter und es fährt jetzt gerade irgendwie ein dickes Auto an mir vorbei und ich will das für den Vlog irgendwie auffangen als Carspotter. Ja, zack, bumm und let's go. Und dann kann ich direkt loslegen. Aber das Ding ist so, wenn ich halt erst anmache, dann nochmal auf Aufnahme, dies, das und dann, das ist, bringt halt durcheinander. So haben die das echt schnell gelöst. Alleine durch den Mechanismus, den du sowieso machst, durch das Aufklappen des Displays, dass es anschmeißt. Ja, vor allem, weil sie den Sucher weggelassen haben. Du musst ja eh auf dem Display schauen, von daher war das eine echt kluge Lösung. Ja. Und was ist sowieso, also das war ja sowieso das Ding, was wir haben, so Sony, bring uns bitte ein Klappdisplay, wir brauchen ein Klappdisplay. Es war jedes Mal, wenn ich mich mit Sony irgendwie zusammengesetzt habe, ja Philipp, was würdest du uns denn noch so empfehlen, was sollen wir in unseren Kameras noch für euch besser machen? Ein Klappdisplay. Ja, aber was sollen wir für, ein Klappdisplay. Also willst du nicht vielleicht irgendwie eine bessere Bitte? Ich will ein Klappdisplay. Und endlich haben sie zugehört und haben uns ein Klappdisplay gemacht. Und dann ist es so eins, was irgendwie so komisch von nach unten hin, wo dann nachher kein Stativ dran gepackt werden kann und nach oben hin, wo dann das Mikrofon davor sitzt, sondern endlich so, wie man es haben will, zur Seite einfach mal fertig. Und du siehst und dich auch noch selbst, wenn du damit arbeitest. Es ist ein Traum. Es ist ein Traum. Danke, Sony. Habt ihr toll gemacht. Ich finde es schön, dass sie auf dich gehört haben. Gut, es war natürlich nicht nur ich. Diese doch, Kommunikation, doch. Nein. Die hat zum Beispiel auch Spaß sehr viel mit denen gehabt. Das weiß ich auch zum Beispiel. Nimm dir den Credit ruhig an dieser Stelle. Das ist okay. Auf jeden Fall. Phil hat dafür gesorgt, dass das Ding jetzt ein Klapp- und Schwenkdisplay hat. Das ist cool. Wir finden es großartig. Ist an dieser Jo in dem Sinne. Und Adrian hat gefragt, wie lange braucht sie zum Hochfahren? Also wir können ja mal ganz kurz nochmal ein Live machen. Und los. Ah, ich habe die noch nicht eingestellt. Warte, 3, 2, 1 und go. Willst du mit deiner für mich ist das instant. Da ist auf jeden Fall weniger als eine Sekunde dazwischen, einschalten und loslegen. Also das geht wirklich instant. Ich kann es nochmal machen. Vielleicht sieht man es besser, wenn ich sie hier mal so Richtung Himmel halte. Aufmachen und zack, da ist das Objektiv schon draußen und das Ding ist startklar. Also sobald das Objektiv rausfährt, habe ich auch hinten im Bild. Das ist echt. Ja, das ist klasse. Sehr, sehr gut. Also ich meine, als Vlogger hat man häufig wahrscheinlich wenig Zeit, aber die Millisekunde, glaube ich, das geht. Das ist okay. Ich glaube, die nächste Generation könnte antizipieren, dass du demnächst ein Video drehen möchtest. Und aktiviert sie schon mal eine Sekunde, bevor du das Display aufmachst. So mit AI irgendwie, so künstlicher Intelligenz. So. Das wäre doch, hey Sony, wenn ihr mal auf mich hören wollt, ne? Ja, Adra packt schon in den Chat. Kellner im Restaurant, was wollen Sie? Pizza, Pasta, Philipp, ein Klappdisplay. Supergeil. So. Ja, irgendwas war mir jetzt gerade noch eingefallen, das fällt mir gleich bestimmt gleich nochmal ein. Das nochmal. Worüber haben wir gerade gesprochen? Ich weiß nicht. Wir haben darüber gesprochen, dass wir fucking nicht mehr sagen wollen und dass der Fokus super schnell ist beim Produktmodus. Ja. Den ich unbedingt nochmal testen muss. Das habe ich noch nicht gemacht. Und Augenerkennung und solche Geschichten. Wobei, vielleicht was du noch zeigen kannst, weil du gerade mit der Augenerkennung dabei warst. Nicht, dass ich dich jetzt völlig aus dem Flow bringe, aber ich fand das gerade bei dir so schön, weil du hast die Kamera, glaube ich, auf dem Griff positioniert, da kommen wir auch noch zu. Vielleicht magst du einmal zeigen, was dieser Softskin-Effekt ausmacht, weil den fand ich auch sehr, sehr gelungen. Ja, den können wir mal, ich schreibe mal gerade hier rüber. Jetzt habt ihr ein schwarzes Bild. Wer weiß, was gleich passiert. Oh. Was ist hier los? Ah, jetzt, da haben wir es. Okay, jetzt muss ich mal gerade gucken, ob ich hier blind das drin habe. Also bei mir ist gerade auf Low. Also das ist jetzt der hässliche Modus.
Da seht ihr mich in, ja, so raw, wie es nur so geht. Und dann gibt es den, sagen wir mal, den Sony Snapchat-Filter eingebaut in der Kamera, wo du dann, ja, für die Mädels, die kein Make-up mehr brauchen dann. Was machen dann die ganzen Beauty-Vlogger? Ah. Geh mit Harvey dahin, ne? Nee, aber ja, Soft-Skin-Effekt haben die gut gelöst. Also ich merke das einfach nur, dass ich weiß nicht, ob das nur in diesem Skin-Effekt-Modus ist oder grundsätzlich, dass es einfach ein Gesicht erkennt und es irgendwie anders belichtet oder irgendwie, man hat irgendwie das Gefühl, als wenn die Gesichter ja, heller machen. Gesichter werden definitiv aufgehellt. Ich habe das vorhin noch mal in der dunklen Kulisse probiert und das ist echt super. Also sobald du ein bisschen Restlicht auf der Rübe hast, wird dein Gesicht deutlich heller als die Umgebung. Ja, das ist natürlich das praktisch. Ne? Das ist super. In dem Sinne könnte man eigentlich schon mal die nächste Funktion eigentlich hier mit dem Blenden-Switch, sollen wir schon vorwegnehmen? Wollen wir den Blenden-Switch vorwegnehmen? Was heißt vorwegnehmen? Wir reden eh drüber. Ich habe nur hier eine Frage im Chat bekommen. Der Chat ist gerade aktiv geworden. Die sind aufgewacht. Wir haben sie aufgeweckt. Guten Morgen, Leute. Hallo. Schön, dass ihr da seid. da war nämlich die Frage, kann die Kamera auch als Webcam am Mac verwendet werden? Habe ich so direkt nicht probiert, ehrlich gesagt. Ich habe sie jetzt per HDMI einfach über ein, ich glaube genauso wie Phil das macht, über ein Blackmagic Atom Mini hier eingeschleift und kann dann das Signal der Kamera per HDMI einfach abgreifen. Das geht entspannt. Und das geht auf jeden Fall entspannt. Es gibt noch eine Möglichkeit mit der Sony-App, seine Kamera mit dem Micro-USB da dann zu verknüpfen. Und dann kann man das Bildsignal schon irgendwie als Webcam machen, aber es ist eine Redneck-Lösung. Ich glaube, die Redneck-Lösung ist dann, das Bild zu capturen mit einer anderen Software einzubinden. Ja, genau. Ja, also es ist kein offizielles, aber es gibt diese Möglichkeit. Ah, Webcam. Ach, guck, der Merlin ist auch am Start. Merlin, Abend. Grüße. Das ist gut. Ach, die kommt eben spät so. Das ist ja eine super schöne Neuigkeit, gerade zu hören. Der Blenden-Switch, damn. Adrian, ganz entspannt bleiben, Adrian. Adrian, wir werden gleich über den Blenden-Switch sprechen. Der ist ziemlich gut. Aber hier war noch eine technische Frage, weil die Frage kam von, nicht, dass ich jetzt was Falsches sage, von Andreas. Der Andreas wollte nämlich wissen, ob die Kamera, ob der Akku in der Kamera geladen werden kann. Hey, und das ist das Killer-Feature. Du packst sie aus und das Erste, was du tust, ist die lustige Multi-Abdeckung wegpoolen. Dann wird ein Micro-USB-Anschluss sichtbar und da steckst du ein Kabel rein und das andere Ende steckst du in ein Ladegerät deiner Wahl und dann wird der Akku in der Kamera geladen. Also ja, Kamera-Akku ist in der Kamera zu laden. Es gibt natürlich ein separat erhältliches Ladegerät von Sony, original bei Photo, mit dem ihr, wenn ihr mehrere Akkus benutzt, ist natürlich schwierig. Ne? Dann würde ich dringend empfehlen, wenn ihr mit mehreren Ersatzakkus arbeitet, auch so ein externes Ladegerät noch zu organisieren. Aber grundsätzlich im Gehäuse. Das ist tatsächlich einer der Funktionen, die so Sony mitgebracht hatten, deren Kameras schon ziemlich früh, sogar bei der A5100 gab es das damals, wo ich in Indien mit Felix gevloggt habe. Habe ich die Kamera dabei gehabt, aus genau diesem Grund, weil ich per USB in meiner Powerbank das Ding in der Tasche laden konnte, währenddem wir irgendwo unterwegs sind. Und somit musste ich mir gar keine Gedanken um den Akku machen. Ich finde das aber auch nur logisch. Ich meine, aber es gab. Es gibt Kameras, die das nicht können. Ich bin jetzt die Generation Film wechseln. Für mich ist das völlig natürlich, dass ich eine SD-Karte rauspule und einen Akku rauspule und den ganzen Scheiß dann auf meine Endgeräte verteile. Aber ganz ehrlich, hat man so einen 12-Jährigen und dann sagst du hier, der Akku ist leer. Und dann klemmt er seine Vaters Spiegelreflex mal eben an ein USB-Ladegerät. Das ist natürlich eine üble Nummer. Also das ist schon ziemlich logisch, das über einen USB-Port zu laden. Ah, hier, Adrian, Adrian spricht gerade was an, das stimmt. Sehr wohl, muss ich ihm wirklich auch recht geben. Warum hat Sony Micro-USB verbaut und nicht USB-C? Ich denke, das sind Patentkosten. Ne? Das wird dann das Gerät nochmal 50 Euro teurer, weil USB-C vielleicht ein bisschen teurer ist. Keine Ahnung. Ja, fände ich auch geiler, muss ich zugeben. Ich hätte es schon gern gesehen. Ja, ich auch. iPad USB-C, jedes MacBook USB-C. Ja. So irgendwann, kannst du dir das vorstellen, einfach irgendwann mal in einer Zukunft unterwegs zu sein, wo alles nur noch einen Anschluss Nein. hat? Nein. Kann ich mir. Nein. Philipp, nein, hör auf. Hör mal, wie wollen wir dann Adapter verkaufen? Das ist auch scheiße. Also, nein.
Das wäre okay. Ja so langweilig. Ich könnte jetzt zeigen, was ich hier wie vor mich hin dongeln musste, um diese ganzen Geräte überhaupt an den Start zu kriegen, weil wir nicht einen Anschluss benutzen, sondern fünf. Es ist halt Kacke. Aber ja, mein Gott, stimmt, Micro-USB ist strange, USB-C wäre schöner gewesen, aber ich denke wirklich... Wir sind halt doch immer noch auch in der Zeit. Also ich sehe, dass diese Zukunft, von der ich da gerade so visioniere, die sehe ich auch persönlich erst in, was weiß ich, wie viele Jahren noch. Also Micro-USB ist... Ich finde es schön, wie positiv du da denkst. Ich glaube, es gibt schon USB-C-Nachfolger. Der wird dann wieder alles ablösen, was wir jetzt so an USB-C-Geräten haben. Da ist garantiert was in der Pipeline. Ja, gut, ja, okay, gut, da kannst du natürlich, ja, deswegen, es wird immer weitergehen. Irgendwann ist alles kabellos. Das würde ich feiern. Hier, Sony, hier, der Philipp, der hat sein Schwenkdisplay bekommen. Ich möchte jetzt Wireless Charging einfach draufstellen und fertig. Das ne, hier, ja, wo schon dabei sind, Sony. Merlin, ja. Hörst du? Wireless. Das wäre eine Innovation. Das wäre mal was. Philipp. Möchtest du den Blenden-Switch erklären? Weil, also an der Kamera gibt es nicht so elendig viele Knöpfe. Das haben die eigentlich ganz hübsch gemacht. Die ist echt super intuitiv benutzbar. Also wirklich, man muss keinen Plan haben. Man muss wissen, wie USB reingefuddelt wird, damit man den Akku lädt. Aber ansonsten musst du echt wenig Plan haben. Natürlich gibt es Sony-typisch so ein paar Knöpfe, die wir kennen von anderen Modellen, wie zum Beispiel die Funktionstaste FN. Natürlich gibt es ein Display, ein Menü und so weiter. Aber obendrauf ist eine Moduswahl. Man hat den Auslöser, man hat einen Aufnahmeknopf für Video. Das war's. Und einen C1-Button. Und dann fragt man sich, warum zur Hölle ist da so super präsent, so ein runder Knopf, wo sie so viel Platz für opfern, oben direkt auf der Kamera, der muss eine Funktion haben. Und ich, Blödmann, habe mir den ersten Teil des Drehs komplett ruiniert, weil ich da einmal zu häufig drauf gedrückt habe und dann habe ich mich gewundert, warum mein Material so kacke aussieht. Und habe dann rausgefunden, oh, du hast auf C1 gedrückt, ohne rauszufinden, was der tut. Und es ist gut, dass ihr uns habt. Wir haben jetzt Erfahrungen für euch gesammelt und Phil wird euch jetzt zeigen, was es bedeutet, wenn ihr C1 benutzt. Okay, wir switchen wieder in meine andere Cam. So, da sind wir. Und jetzt aktivieren wir den Modus. 3, 2, 1, los. So, durch den, ihr seht schon, da stand die Meldung. Jetzt ist auf klar, jetzt ist auf an. Im Hintergrund ist jetzt gerade nicht so geil zu erkennen, ne? Ich sehe so gut wie gar keinen Unterschied. Es ist das ist gerade leider nicht so cool. Warte mal. Ich hatte mich mal so vorbereitet auf What? Mind blown. Und dann ist es Mind nicht blown. Das ist ja gemein. Genau aus dem Grund braucht man diesen Modus. Das zeige ich euch jetzt. Warte mal. Ich will ihn einfach aushaben. So, jetzt ist auf klar. Und zwar seht ihr hinten das ganze verdreckte Geöle bei mir hier. Ja? So. Und jetzt, die Gitarre sieht man da hinten noch, ne? Yo. Wenn ich jetzt drauf drücke, wumm. Ist so viel mehr unschärfer und man hat direkt das Gefühl, hat er gerade ein bisschen Blende verstellt hier? What? Zack, 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 zack. No, das ist defokussieren, ja, da hinten kann man, warte mal, hier ist meine Lampe. Ja. So, also das ist auf jeden Fall der Defokussier-Modus. Super praktisch, wenn man ein bisschen flexen will, dass man eigentlich ein krasseres Objektiv hat, wie man noch hat. Ey, wir haben gerade erklärt, die Optik ist gut. Ja, aber es ist keine 1,4er Blende, ne? Also, ich meine... 24-70 Blende 1,4 bei der Sensorgröße, ja, das wäre nice. Das wäre schon, keine Ahnung, ob das physikalisch überhaupt möglich wäre. Sony, wo wir gerade dabei sind, über Wünsche zu sprechen, kabelloses Laden und eine 24-70mm Optik mit Blende 1,4 wäre echt... Aber da würde ich sagen, tatsächlich, da bin ich sehr zufrieden mit diesem Blendenmodus. Ja. Den nehme ich viel lieber und nehme dafür... Ja. 20 bis 70 anstatt 24. Wir verstehen uns. Ich muss das hier auch nochmal demonstrieren. Ich habe hier so ein fürchterliches Gitter im Hintergrund und ich glaube, dabei wird das ziemlich gut deutlich. Ich werde jetzt einmal auf die Aufnahme dengeln. Ich habe mir vorhin extra noch eine Speicherkarte hier organisiert. So, ich gehe jetzt mal auf mich in groß und jetzt pushe ich mal den C1-Knopf und ich glaube, dann wird es auch nochmal richtig gut deutlich. Und ihr seht auch, im Display wird dann angegeben, was der Knopf macht. Also wer clever ist, kann lesen. Ne? Und jetzt wird es ziemlich gut sichtbar. Und je tiefer euer Hintergrund ist, desto besser ist dann auch dieser Effekt. Also wenn der Hintergrund sehr nah dran ist, ist es nur nuanciert. Und wenn ihr eine richtig schöne Tiefe im Hintergrund habt, dann seht ihr wunderbar, was da passiert. Ja. Ja, ja. Modus, da kann man es wirklich gut sehen.
was heißt hier pluggen? Macht da ruhig Werbung für. Leute, checkt seine Videos. Echt jetzt. Er hat ein richtig aufwendiges Video gemacht und ich war echt irritiert, wie man, was war auf einem Longboard, als du gefilmt hast? Ja, ich war auf einem Longboard währenddessen, also, ja. Ich falle auf einem Longboard. Mehr kann ich nicht. Und er benutzt seine Sony ganz fröhlich, cruist da über eine Brücke, quatscht mit einem Kollegen. Was so, nur ganz elektrisches. Also ist richtig abgefahren. Und da seht ihr richtig cool die Kamera im Einsatz. Das kann ich leider nicht leisten und darum, dicker Tipp, checkt dieses Video, wenn euch die Kamera interessiert. Ja, wenn euch die Kamera interessiert, checkt es auf jeden Fall ab. Das wird bestimmt die eine oder andere Frage dann nochmal, die wir sonst wahrscheinlich noch hier in diesem Stream noch beantworten, sonst vielleicht auch nochmal wiederholt oder so. Jupp. Ja. Gut. Ich guck mal parallel und wollen wir so machen, du checkst Chat, ich check Agenda, dann haben wir so... Ja, sehr gut, hört sich gut an. So, zoom doch rein, dann hast du mehr Bokeh. Das sagt der Adrian. Das ist ja die Frage, aber dieser Bokeh-Modus, der ist ja schon artificial, ne? Das ist, Meinst du? Meinst du, der ist... Es ist ja relativ leicht zu testen, weißt du? Ich nehme jetzt die Kamera, guck vorne ins Objektiv und schau mal, ob es hier an der Blendenöffnung ansatzweise was verändert, wenn ich den drücke, oder? Das ist eine Idee, das stimmt. Und tatsächlich, die Blende öffnet und schließt sich. Ah ja. Es ist eine optische Unschärfe. Okay, dann ist es nicht. Dann ist es eine optische. Okay, korrekt. Sehr gut. Ach krass, das verwundert mich jetzt gerade noch viel mehr, ehrlich gesagt. Wahnsinn. Jetzt haben wir im Stream dazu gelernt. Das finde ich auch geil. Ja, das ist so Hammer, ne? Win-win. So, ich kann doch nicht auch noch diese Kamera. Doch, kannst du. Günther Gritscher, das kannst du. Das kannst du. Also weder Phil noch ich kennen deinen Kontostand, aber wir sagen, das kannst du. Wenn es nur darum geht... Hier, Merlin, der bestätigt nochmal. Alles für Sie. Wenn es nur darum geht, etwas zu haben, willst du sie auf jeden Fall... Also es ist jetzt ohne Schnack, ne? Allein wegen der Größe. Ich finde das Hammer, was die hier reingepackt haben. Ich meine, die verschwindet nahezu in der Hand. Und ich habe jetzt nicht die größten Pranken. Das Ding ist echt nicht riesig und die Ergebnisse sind echt saustark. Es ist... Ja, wir machen den Live-Test, warte. Ich kletter sogar extra auf meinen Stuhl, Leute, für euch. Phil testet jetzt, ob ihr diese Kamera noch kaufen könnt. Ganz entspannt in eine Tasche, in eine Hosentasche und zack, wieder raus, habe ich sie startklar, boom, und ich kann direkt loslegen hier. Also, Leute, passt in die Hosentasche, ist approved. Jetzt könnten wir auch Teleshopping-Buzzer unten durchlaufen lassen. Jetzt haben wir alles erreicht. Das ist ja so geil. Ich habe das nicht vorbereitet. www.fotoerhard.de. Sau gut. Nice. Ja. Jetzt haben wir hier, also ich habe ja eben schon gesagt, relativ wenig Knöpfe und das finde ich immer ganz cool, wenn eine Kamera aufgeräumt ist. Damit kriegt man mich. Und jetzt hast du ein Gadget bei dir im Studio, was ich hier leider nicht habe. Es gibt nämlich einen sehr praktischen Handgriff für das Gerät und der ist echt super sinnvoll. Also, das wird jetzt für die Aktion Hosentasche schwierig. Du kannst das ja gleich mal ausprobieren. Ich will das sehen. Das könnte komisch aussehen, Leute. Ich weiß nicht. So, okay. Und zwar haben wir, ich lasse den mal montiert, ne? Den Griff, der zusätzlich noch als Stativ genutzt werden kann. Und was ich super geil finde, ist, man hat die Möglichkeit, das ganz simpel umzustellen. Man drückt hier einfach nur rein und kann dann direkt die Achse hier verstellen. Lass ich los und dann hakt er ein und ist drin. Und es gibt auch die Möglichkeit, den dann hier oben nochmal zu drücken und zu drehen. Das heißt, ne, wenn man jetzt irgendwo unterwegs ist, kann man die Kamera einfach ganz simpel irgendwo einmal hin platzieren. Dann stelle ich meinen Winkel so ein, wie ich den haben will, drücke auf die Knöpfe, zack, rastet ein und los geht's. Und abgesehen davon ist das Ganze mit Bluetooth verbunden mit der Kamera. Das heißt, wenn man sie anschmeißt, ist auch der Griff automatisch mit verbunden. Ich kann also hier einfach mal auf Zoom drücken und zack, ihr seht schon die Linse, die bewegt sich und zoomt dann schon. Wir haben, abgesehen von dem Zoom-Bedienung, haben wir noch einen Fotomodus. Also einfach hier den Auslöser. Ne? Kann man sogar halb drücken, um zu fokussieren und dann nochmal ganz drücken, um zum Auslösen. Dann nochmal den Movie-Button. Hier so auch so ein ganz kleiner LED-Indicator nochmal. Dann haben wir noch den Lock, dass man hier nichts irgendwie automatisch drückt und dann damit verstellen tut. Und wir haben nochmal einen C1-Button, also einen Customizable-Button, wo wir alles Mögliche, wie man das halt das, so von Sony kennt, aus seinem Menü dann drauf programmieren kann. Aber eigentlich ist es der Scharf-Unscharf-Knopf. Aber kannst du den C1 nicht auch umstellen bei den
bei der sicherlich, links? Sicherlich, ja, ja, ja. Also ja. Wenn du dieses Killer-Feature nicht vom Griff aus nutzen möchtest. Aber du kannst auf C2 setzen zum Beispiel. Aber nee, C2 habe ich ja den wunderschönen Produktmodus, den kann ich ja gar nicht hier setzen. Die Kamera hat so viele Features zum Customizen, ne? Ja, okay. Aber der Griff ja. ist wirklich geil. Und vor allem, dann hast du auch noch weniger das Problem mit dem Crop, vielleicht durch den Bildstabilisator oder sogar durch 4K, weil du eben, ach, ich muss das nochmal zeigen, Philipp, mach das nochmal. Die Leute haben es nicht komplett gesehen, es war so eine schöne Pose. So sieht das aus, genau. Hier können wir, könnt ihr sogar selber noch sehen. Also das ist halt vom Handling her. Können wir mal einen Vergleich machen, warte mal. Das könnte man doch bestimmt hinkriegen. Ich schalte die mal kurz mal hier wieder an. Moment. Ja, genau, zeig uns beides. Das finde ich gut. Ja. So, der ist jetzt drin. Zack, zack. Ich muss hier einmal alles verknüpfen, Leute, sorry. So, bumm. Da müssten wir jetzt drin sein. Also, das ist die Entfernung, die ich hinkriege mit meiner Hand, so, also wo das Gerät jetzt, warte, ich schalte mal kurz um, damit ihr sehen könnt, wo ich das hier so halte, so, und wenn ich dann den Switch, also dann hier hingreife und dann somit noch näher kommen kann, ne, zeige ich euch jetzt nochmal, von normal so zu weiter so, ist schon nochmal eine Ecke mehr, und so auf, so ist das Gerät in der Hand, ist deutlich, auf jeden Fall, ne, also drin und so. Wenn jetzt jemand zweites noch ein Bild ist zum Beispiel, ist das dann auch somit besser drin. Also der Griff ist schon super praktisch. Ja. Also abgesehen von den Funktionen ist der echt gut auch noch verbaut, würde ich sagen. Ist Hartplastik, aber absolut robust. Fühlt sich robust an, ja. Und auch wenn ich jetzt hier zum Beispiel hier echt ein bisschen Druck drauf gebe, da scheint, also das Ding ist fest, ne? Also ich kann es nicht wirklich, da muss ich schon richtig, richtig kräftig jetzt hier, um das auseinander zu brechen. Also das Ding wird sitzen, also das kann was aushalten, glaube ich. Das ist, ist gut gemacht, Sony. Das wäre so lustig gewesen, hättest du den jetzt auseinandergebrochen. Ja. Hätte passieren können, hat's aber nicht. Nein, der ist wirklich krass. Und das ist auch ein dringender Tipp. Also wenn ihr das Ding wirklich für Vlogging-Einsätze primär haben wollt, verzichtet nicht auf den Griff. Wir haben ja vorhin schon mal angesprochen, es gibt ein Bundle. Wir müssen jetzt den Zeigefinger noch mal rausholen, Phil. Wir haben vorhin diesen Zeigefinger gespielt. Es gibt ein Bundle. Es gibt ein Bundle. Und im Bundle komm, wir rülpsen das Death Metal ins Mikrofon. Nein, das muss jetzt Bundle. So eine ASMR-Edition werden. Herzlich willkommen zur Bundle-Edition. Ach, shit. Ja, geht schon wieder los hier. Sony und Photonial präsentieren das Bundle. Die Cam kostet aktuell 7,99. So ein Griff kostet aktuell, ich glaube, 1,99. Das heißt, das Ding kostet normalerweise 200 Euro obendrauf. Und ihr kriegt die Kamera zumindest aktuell, momentan Stand jetzt noch im Bundle, um das Wort Bundle nochmal zu benutzen. Finger hast vergessen, Bundle. Das Bundle. Ich muss mir angewöhnen, einen geraden Finger zu machen. Sieht immer so einen krüppeligen Finger aus, wenn der so schräg ins Bild ist. Das muss schon ein verdammt gerader Finger sein. Im Bundle für 899 Euro. Das heißt, ihr spart mal eben entspannt 100 Euro an dem Griff. Und wirklich, ich würde da gar nicht drüber nachdenken. Ich würde das Ding direkt mit dem Griff ordern. Es ist so viel angenehmer im Handling, wenn man es fürs Vloggen nutzt. Vor allem, du kannst die Kamera auch mal über Kopf halten. Ganz entspannt, wenn du irgendwo langläufst, kannst du sie am Arm einfach mal baumeln lassen. So, das sind so viele Möglichkeiten, das ist abgefahren. Vielleicht für die Sony-Fraktion noch interessant, ich habe jetzt meine Kamera auch noch mal eben hier verkabelt. Zack. Ich mache mich mal groß, sonst seht ihr wirklich einen ganz brutalen Ausschnitt. Ihr habt natürlich alles, was ihr von Sony-Kameras kennt, auch hier verbaut. Also genau wie ihr es von Alpha 7, Alpha 6000er Modellen, was auch immer gewohnt seid. Wenn ihr auf eine FN-Taste drückt, dann kriegt ihr unten euer Schnellmenü. Könnt man eben so einen dusseligen Quatsch wie den AFA ausmachen und könnt den Einzelautofokus oder den kontinuierlichen Fokus vorwählen, manuellen Fokus, whatever. Ich letzte mal auf AFS. Ihr könnt die Fokusfelder ansteuern. Ihr habt natürlich die Möglichkeit, das geht dann allerdings, sehe ich gerade, weil ich in der intelligenten Automatik bin, jetzt hier nicht. Das muss ich euch auch mal eben zeigen. Die Moduswahl, ich weiß nicht, wie du das siehst, Phil, da war ich ein bisschen irritiert, aber wahrscheinlich aufgrund der Gehäusegröße war es nicht anders machbar.
Wir haben halt kein Moduswahlrad. Ich bin das so gewohnt, wenn eine Kamera verschiedene Aufnahmeprogramme mitbringt, dass wir Moduswahlrädchen kriegen. Hier gibt es halt eine Modus-Taste. So, und wenn ich die betätige, dann sehen wir Folgendes. Ich habe ein angedeutetes Rädchen und kann dann hier durch die Programme durchklickern und habe dann natürlich auch Halbautomatiken, voll manuellen Modus und so weiter, Szeneprogramme, weiß der Geier. Und ich weiß es gerade gar nicht. Ich meine ja. Und deswegen, also mich hat das gar nicht so doll gestört mit dem Modus, weil ich wechsle. Okay. Dann wärst du ein. Ja. Ja, ja. Aber was ich halt cool finde, du brauchst ja auch, glaube ich, man braucht nicht so elendig lange. High Frame Rates, HFR, ja. Den kannst du dann auf C1 setzen, wenn du den Soft-Background-Modus nicht brauchst. Schmeißt du den raus. Nee, was ich hier bei Sony ganz cool finde, ist halt dieses Schnellmenü, ist super überschaubar. Und wenn wir zum Beispiel uns die Kreativprogramme antun, die ja dann zum Beispiel fürs JPEG interessant sind, dass ihr dann auch aus der Kamera heraus mal eben entspannt ein schönes Schwarz-Weiß kitzeln könnt, wo ihr mit Kontrast und Schärfe auch noch ein bisschen spielen könnt. Solche Sachen machen deutlich Laune. Was ich total, ja. Aber was mich jetzt interessiert, filmt das Ding dann auch in Schwarz-Weiß? Ich auch nicht. Und ja, sie tut's. Inklusive Softskin-Effekt, inklusive Blurry Background, das volle Programm. Ich habe jetzt ein schönes Schwarz-Weiß-Video. Ja, Mann, Schwarz-Weiß. Ist es so viel stilvoller als Farbe in vielen Fällen? Ja, ich weiß. Ich bin ein Schwarz-Weiß-Junkie. Sorry. Das muss sie können. Aber das macht sie auch wirklich gut. Also. Definitiv. Auf was hättest du eher verzichten können? Auf FN oder auf das Schwenkdisplay? Frage! Oh no! Gut. Phil denkt drüber nach. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Später am Abend werde ich diese Frage. Das Schwenkdisplay. Tatsächlich würde ich. Oh, darf ich das jetzt sagen? Würde ich nach A7 III den FN-Button mit einem Klappdisplay wechseln? Ich glaube ja, Ja, ich glaube, das Klappdisplay ist einfach wichtig. Vielleicht. Aber das FN-Ding ist wirklich praktisch, ne? Ich benutze es sehr viel. Vielleicht könnten Sie dann die Funktionstaste durch eine Sprachsteuerung ersetzen. Sony, ihr guckt ja zu. Also für die nächste Kamera hätten wir gerne kabelloses Laden. Nein, ich höre jetzt auf. Oh, der Chat, der sagt irgendwas mit meinem Ton. Leute, hört ihr mich noch? Test, Test, 1, 2, 1, 2. Hallo, hallo. Also bei mir kommst du auf jeden Fall gut an. Okay. Chat, haut mal raus. How's your end? Sound von Phil ist weg. Ist Phil's Sound wieder da? Merlin schreibt Sound von Phil ist weg. Das würde mich wundern. Phil, hast du an deinen Audioeinstellungen was geändert? Ich hab gar nichts gemacht. Ich hab nichts gemacht. Ah, man hat Philipp nicht hören können. Okay, aber scheinbar ist Philipp wieder am Start. Ach, passt, alles ja. Cool. Okay, ja, vielleicht habe ich zu leise gesprochen oder so. Das kann natürlich auch sein. Was mir aber eingefallen ist, was ich gerade sagen wollte, ist, was ich auch geil finde, was auch so ein bisschen future-proof ist, dass wir bei der Kamera das so gemacht haben, dass wenn man Hochkant aufnimmt, es dann auch in Hochkant gespeichert wird. Und wenn du dann diese Datei auf dein Smartphone per WLAN drüber ziehst, hast du direkt eine Story in der übertriebenen Qualität. Das ist geil. Also das ist geil, oder? Das ist richtig geil. Für Instagram ist das Hammer. Ich meine, ich bin Fraktion Say No to Vertical Video. Ich. Echt? Keine Sau hat einen Fernseher, der hochformatig aufgestellt wird. Ja, aber dein Handy in der Hosentasche, wenn du Stories machst, dann willst du vielleicht eine Story hiervon machen, dann kannst du es gerade rüberziehen. Warum habe ich das nicht gemacht, als ich die da hatte? Jetzt muss ich unbedingt meine Insta-Story mit dem Ding produzieren. Wie geil.
Ja, Cookie Adrian, der freut sich auch drüber. Was? Das ist richtig geil. Ja, ich fand's auch Hammer, wo ich das austesten konnte. Ich habe es gemeinsam ja mit Alex Koch, der vorhin noch im Chat war, vielleicht ist er auch immer noch, weiß ich gar nicht, auch getestet. Und er benutzt halt super viel Instagram und auch Instagram TV. Und er meinte, dafür ist es eigentlich schon ein Killer-Feature für ihn. Er meinte, das ist schon echt geil. Ja, krass. Das heißt, du kannst über das Ding dann auf Instagram streamen, vielleicht sogar? Das glaube ich nicht. Das nicht. Also, weil das Ding ist, du Ah, musst du musst ja, auf dem du Handy, nimmst jetzt die ja. Datei auf, er speichert die Datei in Vertical und das kannst du dann halt rüberschicken und musst dann nicht im Handy extra nochmal umstellen, drehen oder sonstiges, sondern hast direkt die Datei da, kannst eine Story packen und auf Ja, geht's, ne? ja. Ja, aber auf jeden Fall, krasses Feature. Das ist cool. Das wusste Ja. ich auch noch nicht. Abgefahren. Genau. Gehäuse? Ziemlich wertig, oder? Ja, haben wir, was ist Aluminium, glaube Ich ich, oder? glaube auch. Auf jeden Fall ist es kein Kunststoffgehäuse. Das ist ziemlich robust. Oder? Und auch das Display, das Klappmechanismus, also der Klappmechanismus, den sie sich da jetzt hier halt einfallen lassen haben, sage ich mal, fühlt sich auch robust an, ne? Ja. Also der ist, Ups. bin ich auch zufrieden mit, weil ich hatte immer so dieses hier, ne? Da habe ich immer Angst gehabt bei diesem. Das ist mir zu, so, da so, kann ich sogar durchgucken, so, da ist noch so ein Flexkabel, so, wenn das gerissen wird, ich weiß, wie empfindlich die sind, ne, hier, da, Ja. diese Kanten, so, also, Ja. Aber andererseits, es ist eine besser so, Metallplatte. Es Dankeschön, ist. vielen Dank. Ja, es ist Metallplatte, ich weiß, aber trotzdem, irgendwie dieses, ich habe das nie, also mir ist noch nie was passiert, tatsächlich, aber ich habe dem Ganzen noch nie so richtig vertraut, muss ich sagen. Weiß ich nicht. Weiß Wenn ich ich nicht. Gefahr Also, laufe, das ist nie dass was Sony passiert. mich jetzt hasst, hast du dir meine Pentax K1 angeguckt? Nö. Why not? Änder das. Das ist super krass. Das Was? Display hängt hinten auf kleinen Gestängen. Und du What? denkst wirklich, das kann gar nichts. Und die Kamera ist mit Optik richtig schwer. Und du kannst die Kamera an dem ausgeklappten Display einfach hochnehmen und durch die Gegend tragen. Und es passiert Und das nichts. ohne Ohne Probleme. Probleme. Es ist super stabil. Das Okay. ist. Das ist wirklich, das ist eine Show. Also wenn du mal eine K1 irgendwie im Laden oder so in die Hand nehmen kannst, mach das mal und dann halt mal die Kamera oben am Ich habe Display es jetzt hier fest. gerade mal, ich habe es gerade parallel hier bei Google mal aufgemacht. Das ist ja der, was haben die denn da hinten Das ist verbaut? super Es sieht ja krass. richtig nach Und du Spinnern kannst, jetzt aus. mache ich Pentax-Werbung, Sony wird mich hassen, du kannst die Tasten beleuchten lassen, weil hinter dem Display sitzen LED und dann Also kannst du ich Licht. glaube, ich sehe das Super gerade. geil. Das ist ja so. Aber ich kann, ich, du, damit hast du die Kamera an dem Display rumgetragen. Das sieht, also auf dem Foto sieht mir das irgendwie Und darum, zu. wenn das funktioniert, trau ruhig dem Klappdisplay deiner Sony Alpha 7 und das hier definitiv völlig, völlig, völlig schmerzfrei. Ja, da Völlig würde ich mir schmerzfrei. auf gar keinen Fall. Ja, Absolut definitiv, tiefenentspannt. ja. Ja, ansonsten den Griff haben wir vorne noch, ne? Diesen Gummigriff. Ich denke mal, wenn das Ding mal versehentlich hinfällt, kann das vielleicht auch mal den einen oder anderen Sturz retten, vielleicht. I don't know, oder Ich finde abfedern, einfach, wer es weiß. macht das Handling geiler oder angenehmer fürs Fotografieren, ne? Dass du zumindest so einen leichten Widerstand am Finger hast und die Finger irgendwo hingreifen können. Das ist haptisch auch besser, als ich das gedacht hätte. Ich bin nicht so der Fan von diesen, also ich persönlich, nicht so der Riesenfan von diesen kleinen Kameras, aber die liegt echt super entspannt in der Hand. Also ich habe auch mal ein paar Bilder damit geschossen, weil mich die Fotofunktion einfach auch extrem interessiert. Und ich hatte da keine Schwierigkeiten mit dem Handling. Ich finde das angenehm. Ja, cool. Also auf Nice. jeden Fall merkt man, wenn man das Geld ausgegeben hat, wofür. Also das ist nicht nur die Technik, die drin schlummert, sondern auch das Gehäuse selber macht einfach einen echt recht coolen Eindruck. So, das Ja, doch, definitiv. auf jeden Fall. Ja. Ja. Leute, wie sieht's aus? Was habt ihr noch irgendwelche speziellen Fragen hier, wo wir noch was wir vielleicht noch gar nicht irgendwie Wenn jetzt thematisiert Fragen hatten? zur Pentax kommen, renne ich schreiend raus. Ganz lieben Gruß an die Kollegen von Rico an der Stelle, ihr macht tollen Kram. So. Nee, Adrian, das ist keine Pentax im Hintergrund. Aber ich löse jetzt auch nicht auf, was das ist, weil sonst muss ich noch einen Hersteller in den Raum Dann wird's schmeißen. ganz Reicht schon. legit. Ja, nice. Sehr Adrian gut. hat auch schon Besuchergummis bei der Alpha 7 dreimal
Ja, da habe ich auch schon echt ein paar verloren. Da habe ich mal drüber nachgedacht, ich wollte mal mit der Geschäftsleitung drüber sprechen, ob wir für manche Nutzer einfach so eine Art Augenmuschel-Abo anbieten, dass du so im Zeitraum, also alle Idee. Zwei Wochen kriegst du automatisch eine neue zugeschickt, dann musst du dich nicht mehr kümmern. Das ist einfacher, oder? Guck, du brauchst doch keinen Adapter mehr verkaufen. Kannst doch einfach nur noch Augenschutz einfach. Also falls jetzt Herr Erhard zuhören sollte, ich bin Fan davon, ein Augenmuschel-Abo anzubieten. Ja, also das, vor allem ist es auch so richtig, so, also meine Cam, na, ich laufe schon seit Ewigkeiten so rum. Ja, warte, ich zeig's mal in groß. Halt der Klassiker, es ist der Klassiker. Weil andauernd dieses Ding runterspringt. Und dann denke ich mir so, oh, jetzt schon wieder so viel Geld für dieses Ding, dann, dieses scheiß Gummiding, nur weil das an mein Auge so schöner sich anfühlt. Guck mal, und das spricht eindeutig für die Sony ZV-1, keine Augenmuschel. Hier ist nichts, was verloren gehen kann. Und sie ist kuschelig. Ich weiß nicht, wie viel besser man diese Kamera noch an den Start bringen kann irgendwie. Und Lenscaps-Abo, das ist auch eine gute Idee. Nein, Adrian, Quatsch. Du bombst einen UV-Filter davor, setzt eine Streulichtblende da dann dabei und dann hast du diese blöde ABM-Lenscap, hast du dann weg. Kann ich auch nur empfehlen, Leute. Also auf jeden Fall eine Lenscap benutzen. Ja. Eine Sonnenblende, ja. Meine ich. Sonst kann das auch mal... ich meine, ich weiß, die Puristen anders. Schreien immer, du kannst doch nicht noch ein Filterglas davor setzen. Doch, kann ich. Ich habe keine Lust auf ein Objektiv. Ich habe bei dieser... Das ist ja auch eine Sony-Linse. Die habe ich, was sind 2.500 kostet die, ne? Und da habe ich auch für, das ist dieser B&W, alles genau. Diese B&W Clearschutz, der ist irgendwie 120 Euro für so ein Stück Glas davor. Aber für mich, somit baue ich halt diese ganzen Kappen da nicht drauf. Packen, einfach, ne? Ich habe das auch genauso gemacht. Einfach B&W-Filter drauf, der ist so sauber, so nice. Und dann, es ist Werkzeug, ne? Das geht mir auf den Sack, dieses Plastikding da immer so, da, oh. Das ist auch mal so süß, wenn ein Kunde im Laden stand für, ich habe meinen Objektivdeckel verloren, der schwimmt in der Weser. Seien Sie froh. Also erstens, Umweltsau. Zweitens, geil, eine Sorge weniger. Jetzt setzt du deinen Filter drauf und fertig. Mein Gott. Ja. Nice. Super. So, hier, ich glaube, da sind Fragen für dich jetzt gerade hier im Chat. Weiß nicht, ob du da vielleicht nicht mehr auskennst, aber da Mehrwertsteuersenkung entsprechend günstiger angeboten mit Cashback-Aktionen. Also da bin ich jetzt gerade raus. Ich würde jetzt gerne was Intelligentes dazu sagen können, kann das aber nicht, weil ich mit weder dem Einkauf noch dem Verkauf bei Foto Erhard irgendwas Nennenswertes zu tun hatte. Aber ich, nee, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Inwiefern, ich denke mal, dass sich das bemerkbar machen wird im Preis, wenn die Mehrwertsteuer runtergeht. Also es sollte mich schwer wundern, wenn nicht, aber nachher kriege ich für diese Aussage dann einen auf den Sack. Ich habe keine... wirklich keine Ahnung. Merlin hat aber einen coolen Tipp reingepackt hier. Heißer Tipp zur Augenmuschel. Mit der Nähnadel ein Loch durchs Gummi, dann mit den Faden in der Gurt Öse festmachen. Dann fällt sie vielleicht ab, aber geht nicht verloren. Ja, das mag sein, aber ich habe in einem Video von Phil schon gelernt, dass das Erste, was er demontiert, das Gurtöse ist. Ja, gut. Aber achso, das Metallding ist noch da, genau. Noch. Ja. Das ist noch da, das kann man ja vielleicht noch nutzen. Aber ja, das regt mich auf, dieses Klackern, dieses ja. Boah. Na gut, der Trick wäre ja, dann natürlich einen Gurt dran zu machen, ne? Ja, apropos Gurt, haben wir hier natürlich auch, haben wir vergessen zu erwähnen. Ich weiß aber auch nicht, wie relevant das tatsächlich ist. Habe ich jetzt überhaupt noch ein Bild hier drauf? Nee, habe ich da ein Bild? Ja, wunderbar. Wir haben hier natürlich für einen Gurt auch eine kleine Vorrichtung, dass ihr das Ding auch an kleinen Handschlaufen, Gurt, Lösungs-Dingsy, wird kein Satz mehr. Würde ich auch machen, hundertprozentig. Also habe ich beim Vloggen mit meinen Vlogkameras eigentlich immer gemacht, wenn da so eine Öse oder sowas war. Ja. Also gerade beim Vloggen, da muss nur einer dich anrempeln, dann fliegt das Ding und dann hast du es wenigstens noch gerettet, dann mit dem Teil drum um den Arm und dann passt es. Ja, cool. Hey, stellt uns weitere Fragen, noch sind wir da. Sonnenblende können vor allem gern auch bei Sigma-Objektiven als zweites Features etwas kompensieren. Hä? Ich glaube, Adrian, geht es um die Länge des Objektivs. Okay, so. Ah ja. Wenn man Objektive als Kompensation für etwas kauft, dann kann man mit der Gegenlichtblende dann natürlich den Kompensationsfaktor nochmal. Kann man noch ein bisschen mehr flexen, ne? Finde ich schön ausgedrückt. Nehmen wir so. Super. Ja, ich meine, wir können ja nochmal eben zusammenfassen. Das Ding ist. Ja.
brutal geile Qualität auf kleinstem Gehäuse für Leute, die erstmal prinzipiell von der Materie keinen Plan haben müssen. Und Leute, die von der Materie Plan haben, werden sich wahrscheinlich angesprochen fühlen darüber, dass der Workflow hiermit dramatisch vereinfacht wird, weil einfach ein richtig gutes Bild auf einen verdammt krassen Ton trifft. Das sind so im Endeffekt so die Kernstärken dieser Kamera. Es ist wirklich unglaublich, was für eine Qualität aus dem kleinen Ding rauskommt und dass es nahezu gleich direkt sendefähig ist, um es mal zu übertreiben. Aber definitiv. Und gerade für die Leute, die sagen, hier, ich will jetzt irgendwie auf YouTube mal jetzt ein bisschen loslegen, ich suche eine Kamera, was kann ich denn da holen für Videos und dies und das. Ich weiß, ich fange jetzt wieder mit diesem Produktmodus an, aber das ist halt das, was mich fast am allermeisten an dieser Kamera beeindruckt, weil du einfach für YouTube keine bessere Kamera aktuell auf dem Markt hast, wie diese Lösung, die wir hier mit diesem Produktmodus haben. Du kannst das Produkt reinhalten, brauchst dich nicht um Face erkennen und noch irgendwie kümmern, deine Hand vor Gesicht halten, sondern nein, hast den Modus an, zack, hältst es gerade ins Bild, das wird scharf und das ist für Reviews und solche Sachen ein Segen einfach. Ja. Definitiv. Killer. Ganz klar. Also, alle Beauty-Vlogger da draußen, ihr wisst Bescheid. This is your next camera. Ja. Sind noch Fragen offen da draußen? Genau. Haben wir noch irgendwelche Fragen? Können wir euch noch irgendwas erklären vielleicht? Ja, wir haben besprochen. Mikrofon, wir haben das Objektiv durch. Hast du... Ja. Ich überlege gerade, wie wir diesen Bildstabilisator vielleicht irgendwie nochmal weiter zeigen könnten, weil da gab es dann einmal einen aktiven nochmal, aber das ist eigentlich schwierig jetzt, wenn man nicht irgendwie durch einen Raum laufen kann. Ja, das ist echt blöd. Mein Kabel ist auch jetzt echt nicht lang genug, um das mal eben zu demonstrieren. Ja. Aber ich glaube, ich würde sagen, dafür schaut euch auf jeden Fall nochmal Phils Video an, weil da wird in sehr beeindruckender Weise gezeigt, wie das Ding funktioniert und was für einen krassen Unterschied das macht, ob man den am Start hat oder nicht. Also dicker Tipp, das Video nochmal checken. Da wird sehr deutlich. Jetzt ist mir was eingefallen. Wir haben es ganz kurz nur angeschnitten. Slow Motion. Wir können bis zu 960 Frames, war das, oder? What? Ich meine, es waren 960 in High Frame Rate. Ich muss mal kurz mal nachschauen. Das ist natürlich, da habe ich auch einen Test bei dem Review gemacht. Da habe ich einen Longboarder einfach angequatscht und habe gesagt, ey, kannst du mal gerade so einen Flip mit deinem Board machen? Dann filme ich das gerade in Slow Motion. Und ja, das ist ein... Natürlich geht ein bisschen Qualität flöten in den High Frame Rate Modus, wenn du da jetzt bei, was sind's? 1000 Frames sogar, tatsächlich. Hier haben wir's. 1000 Frames. Da gehen dann irgendwann so ein bisschen die Qualität ein bisschen, merkt man schon, dass da, ne, aber es sind 1000 Frames. Ich meine, das ist schon eine Rechenleistung. Mhm. Ne? Wenn man dann auf 250 Frames geht, wo man auch super krasse Slow Motion mit hinkriegt, hat man dann natürlich eine bessere Qualität. Muss man natürlich sehen, was man haben möchte. Will ich jetzt mehr Qualität, dafür nicht ganz so Slow-Mo? Oder will ich übertrieben in Slow Motion gehen, wo fast schon du dich fragst, ob das Bild sich überhaupt noch bewegt? Da hast du ein bisschen andere Qualität dann halt. Aber. Ja, aber das, so viel, das wäre noch zu den Framerates noch zu sagen auf jeden Fall. Hier ist noch eine Frage als Behind-the-Scenes-Kamera. Oder lohnt sich das nicht? Würde das Ding gerne auf den Shoot mitnehmen? Also gerade für solche Einsatzzwecke, glaube ich, wäre es ziemlich geil. Ideal. Gerade mit diesem Griff kannst du irgendwo in der Ecke stellen, kannst du einmal schnell ausrichten, hast das Display mit nach vorne, es ist noch einfacher zum Ausrichten. Für BTS ist das Ding perfekt. Und eine Sache, die mir auch noch aufgefallen ist, jetzt gerade witzigerweise, ich kämpfe da manchmal selber mit, wenn man mal Video macht, ND-Filter. Das Ding hat tatsächlich, stimmt, ist kein digitaler, es ist ein optischer ND-Filter, der zugeschaltet wird. Ich habe gerade nicht den blassesten Schimmer einer Ahnung, um wie viele Blendenstufen der jetzt Licht schluckt. Ich nehme mal nicht an, dass das ein 1000er ND-Filter ist, der mich jetzt 30 Sekunden lang belichten lässt bei Sonnenschein, aber gerade fürs Videofilm, um eben den Hintergrund weicher zu kriegen, weil ihr kennt das vielleicht an die Fotoprofis da draußen, heller Hintergrund. Die Blende geht hier bis, ich weiß es gerade gar nicht, ich schätze mal 8 oder 11. Okay, ich kann bis Blende 11 abblenden. Das Problem ist aber, wenn ich auf Blende 11 abblende bei einem kleinen Sensor, ist mein Hintergrund immer scharf und wir wollen ja den Hintergrund unscharf häufig haben. Das heißt, wahrscheinlich ist dann auch mit diesem Blurry Background Feature, das hat einen Namen, oder? Wie heißt das noch? Phil, das weißt du. Das ist jetzt die Frage, wie heißt dieser Modus? Gut, Sony, das tut mir leid, der Blurry Background Stufen. Ah, drei Stufen, der schreibt der Merlin. Das finde ich richtig, richtig cool, dass du hier einfach per FN-Taste mal eben sagen kannst, okay, ND Auto,
Das ist ja sowieso in der intelligenten Automatik, kümmert sich die Kamera da selber drum und entscheidet, oh, jetzt ist aber sehr hell, der will den Hintergrund unscharf haben, dann muss ich halt den ND-Filter zuschalten, aber ihr habt die Kontrolle auch selber drüber, wenn ihr wollt. Cool. Ja. Und das Schöne ist, wenn man es nicht glaubt, man sieht es vorne im Objektiv. Also wenn man den ND-Filter ein- und ausschaltet, sieht man tatsächlich den Filter vorne aufleuchten. Das ist schön gemacht. Ja. Jetzt ist hier alles verstellt. Ja, stimmt. Alles. Komplett vergessen. Wir haben ja den... Det habe ich vergessen. Ja. Ja, ansonsten... was haben wir noch, was wir noch sagen können? Das finden wir noch okay, gestaut. Das war's mit meinem Kontostand. Adrian, mit dem Griff, nimm das Bundle. Es ist wirklich, ich finde es so schade, dass ich den Griff gerade nicht hier habe. Es ist so großartig, mit diesem Griff zu arbeiten. Ja, der ist wirklich geil. Das ist wirklich gut. Defocus, Hashtag Bokeh, Hashtag Blurry Background, ja. Sucht es euch aus, Leute. Ja. Das ist das, was wir haben. C1D Focus Button, genau. Oh, ehrenhaft. Adrian hat auf jeden Fall erst euch schon mal ein Abo gegönnt. Das ist schon mal das sehr ist schön. Das ist nice, ja. Du, wenn das Thema passt und Phil hat Zeit und Bock, bin ich jederzeit gerne mit Phil wieder am Start. Das macht. Ja, gerne. Ey, wir haben das bisher super Spaß gemacht. Ich denke auch. Also, ich meine, voll. Es war mir aber von vornherein klar, dass wir hier keine bierernste Technik-Kollabo an den Start bringen und sagen, wenn sie das Objektiv ausfahren, sind es 5,4 Zentimeter Länge. Pff, who the fuck cares? Wir haben es beide ausprobiert, Phil deutlich länger als ich, und wir haben beide unsere Erfahrungen damit gemacht. Und das ist auch putzig. Es kommen ja ständig neue Kameras auf den Markt. Und ich arbeite an der Quelle. Das heißt, immer wenn Neuheiten kommen, landen die auch irgendwie auf meinem Schreibtisch und ich probiere den ganzen Kram aus. Und irgendwann ist das halt so ein Kommen und Gehen. So, du kennst dann die neuen Features und sagst, ja, ist ganz cool, so kann man mitarbeiten. Aber es ist nicht so, dass da jetzt jedes Mal von mir aus ein Kaufwunsch geweckt wird und der sagt, boah, krass, das Ding musst du haben. Sondern es ist halt die neue. So, ja, ist da. Ich habe bei dieser Kamera den Eindruck, das ist das erste Mal, dass seit langer Zeit ein Hersteller einfach mal wieder in eine Kerbe schlägt, die sonst nicht so wirklich bedient wird von anderen. Ja, und die hauen da wirklich mit voller Wucht rein. Also das ist nicht irgendwie so, ja, das ist jetzt die beste Notlösung, die ihr gerade finden könnt, sondern die haben sich echt was bei dem Ding gedacht. Wenn man sie benutzt, merkt man das auch sofort. Das Teil ist für Vlogging perfekt. Klar kann ich damit auch fotografieren und die Bilder sind nicht schlecht. Würde ich für 800 Euro eine andere Kamera nehmen zum Fotografieren? Oh ja. Das Fotografieren eindeutig. Kauf eine Sony Alpha. Da wäre vielleicht eine AX100, wo die 200er Brennweite sogar noch mit drin ist, dann nochmal ein bisschen interessanter auch vielleicht, nee, oder? Ich bin bei einer 6000er Alpha und dann 50mm 1.8 davor, dann hast du... Ja gut, aber das passt nicht. Warte, soll ich wieder auf meinen Stuhl klettern? Oh, nicht, kannst du das mit dem Griff nochmal versuchen? Das... Aber tatsächlich glaube ich, dass wir das so machen. Weißt du was? Ich bin jetzt einfach. Er macht es tatsächlich. Leute, das ist großartig. Leute, das ist jetzt hier. Ich probiere es aus für euch. Und zwar. So, guck. Ich bin sogar. Das ist gar nicht schlecht. Ja, gut. Das geht fix. Zack. Das funktioniert. Ich meine, das ist jetzt eine stretchy Hose, ne? Aber. Ja, funktioniert. Alter. Hat man sogar, ist sogar vielleicht sogar besser mit sagen. Griff, weil da kannst du viel schneller rausziehen. So. Ja, gut, wisst ihr Bescheid, ne? Achso, ich hab die Tasche. Guck, ich hab die Kamera in der Tasche vergessen. Ach, geil. Geil. Aber ziemlich erfolgreicher Test und tatsächlich war es mit Griff sogar noch besser. Geil. So. Hat sich doch durchgesetzt. Ja. So, Chat, wenn ihr nichts mehr habt. Oh, Adrian schreibt, er schiebt sich das fette Ding wieder in die Hose. That's what she said. Danke. Ja, that's what she said. There we go. Wir haben mit dem Moment auch gesagt. Grip kommt, wenn der erste BTS-Vlog auf Money macht. Gibt's dann auch 2049 noch. Okay.
Ja, Adrian, dranbleiben, dann wird das was. Arme ZV1. Nee, Happy, da muss sie durch. Das Ding ist zum Benutzen da. Das ist keine Kamera, mit der du, ich meine, du kannst damit kuscheln, das haben wir jetzt mehrfach geklärt, aber das Ding will jetzt nicht wie ein rohes Ei bedient werden, sondern das Ding ist zum Arbeiten da. Ich meine, ganz klar, wenn die Optik ausgefahren ist, aber das ist gesunder Menschenverstand, ne? Aber warte, ich mach dich mal in groß, zeig das ruhig nochmal, dass eine Kamera zum Arbeiten da ist. Das ist... Kamera ist zum Arbeiten da. Ganz ehrlich, Wear and Tear gehört dazu, wenn die Kamera so nicht aussieht. Soll ich die Linse nochmal reinhalten, Leute? Wear and Tear, das gehört dazu. Aber sag mal, eine Sollbruchstelle, aber eine Schwierigkeit ist vielleicht, wenn das Objektiv draußen ist, wenn dann Sturz drauf kommt, das wäre schlecht. Aber wenn das Objektiv eingefahren ist und das Ding steckt in Phils Hose, no pun intended, dann... Da wird die Kamera misshandelt. Alles da passiert klar. Mal nichts. Jetzt geht's wieder echt wild los in den Chat. Chat ist wieder wach. Es geht wir wieder haben's los. Aber auch angestachelt. Jetzt haben wir so ein bisschen provoziert. Genau. Gut, ich glaube, Phil, dann haben wir's, oder? Du, also ich würde auch, ich habe jetzt nichts, was mir jetzt noch einfällt, was man dazu noch sagen kann eigentlich. Ja. Also, wir haben alles Positive, wir haben die negativen Punkte angesprochen, wir haben alles da, ja. Alles da. Und ich glaube, wie gesagt, wie du schon gesagt hattest, das kann ich auch nur mal unterschreiben, wenn man sich diese Kamera holt, gerade weil das mit Bluetooth so richtig seamlessly funktioniert, macht es einfach wirklich Sinn, diesen Griff mitzubestellen. Weil ich war wirklich überrascht, weil ich dachte mir so, okay, warte mal, wie muss ich das jetzt machen? Muss ich das jetzt irgendwie extra verknüpfen mit Bluetooth? Das war wirklich nur zwei Knöpfe im Menü. Das war verbunden und dann dachte ich mir so, okay, jetzt bin ich mal gespannt. Ich mache die Kamera aus und mache die wieder an. Ist sie dann noch verbunden? Zack, auf einmal ist sie direkt wieder verbunden. Denke mir so, okay, alles klar, ich bin dabei, der Griff ist geil. Also, und du musst den Griff halt nicht an- und ausschalten. Es geht nur alles über die Kamera und kontrolliert das alles automatisch, ohne überhaupt irgendwie mit einem Stecker irgendwo nochmal dran verbunden zu sein oder sonstiges, sondern es ist einfach simultaneously über Bluetooth läuft das Ding einfach mit und ist geil. Ja, und ansonsten nochmal der dicke Hinweis, schaut euch Philipps Video zu dem Ding an, schaut euch meinetwegen auch alle anderen Philipp-Videos an, das ist schon sehr unterhaltsamer Content, den du da produzierst. Nee, echt, also wenn ihr Tipps haben wollt für Locations oder schöne Fotoideen, definitiv einschalten. Wenn ihr sonst Fragen zu den Dingern habt, schreibt uns gerne an. Über Facebook und Instagram kriegt ihr Foto Erhard. Ihr kriegt mich als Foto Erhard Akademie auf Instagram. Ruhig Anfragen schicken, tut nicht weh. Ihr müsst damit leben, dass ich meistens mit einer Sprachnachricht antworte, weil es schneller geht, als lange Texte zu tippen. Aber das ist dann halt auch noch so. Dann haben wir es. Ansonsten noch vielleicht Werbung in eigener Sache. Gibt es im Bundle. 899. Im Bundle, mit Griff, ideal für die Hosentasche. Morgen Abend startet um 19 Uhr wieder unser wöchentlicher Livestream hier auf YouTube. Oh Phil, vielleicht lade ich dich da mal irgendwann ein, wenn du Bock hast über... Ey, das ist eine coole Idee, lass es machen. Wenn du da mal Bock drauf hättest, ne? Guck dir den Kram mal an im Vorfeld, ob du dich drauf einlassen willst. Ich check mir das, ich versuche morgen, wie vor 19 Uhr machen wir das immer. 19 das, Uhr, ja. Müsste ich sogar das, hinkriegen, weil mein Yoga ist erst um 20:15 Uhr. Ich hab Yogi vergessen! Shit! Wir haben auch drüber gesprochen. Nee, aber ich versuche dazu zu stoßen. Also du kannst ja mal reinschauen, wenn du Bock hast und wenn du da mal als quasi Moderator mit dabei sein möchtest, ich würde mich tierisch freuen. Ich glaube, du hättest da auch Mörderspaß dran, geil. Über fremde Fotos zu reden. Voll, ich meine, ich habe das ja mit dir, Adrian ist ja dabei, der hätte safe auch mal Bock, was bei euch einzuschicken, weil der schickt mir immer seine Videos, die wir dann gemeinsam anschauen und bei euch können wir ja dann mal die Fotos machen, das wäre mal mega. Ja, krass, also super gern. Also das jeden Dienstag 19 Uhr hier auf unserem YouTube-Kanal, lustiges Build-Reaction-Video, meistens viel zu lang, über 2 Stunden, aber wir haben halt Spaß dran. Und wenn ihr euch dafür entscheidet, auf jeden Fall viel Spaß mit der Sony ZV1, geiles Teil. So sieht's aus. Ich sage an der Stelle ganz, ganz herzlich Dankeschön an Sony, dass sie auch im Vorfeld uns schon mal Kameras zugeschickt haben, dass wir die ausprobieren, testen durften und dass das alles sehr, sehr schön auch zeitlich geklappt hat. Ich sage an der Stelle ganz herzlich Dankeschön an Phil, dass du das mitgemacht hast. Ich bedanke mich. Es hat richtig Spaß gemacht. War sehr cool. Und ich danke an allen Zuschauern da draußen, die hier auch so schön aktiv im Chat waren. Und wir wünschen euch, glaube ich, einen schönen Abend.
Definitiv. Danke, danke, macht's Leute. Gut. Ciao. Tschüss.